Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Deutschland und wir sehen schon, wir haben hier drei irische Sportpferde der Stufe 4 stehen. Das heißt, unser Hengst ist jetzt auch doch schon mit dabei, der gute Vitor. Den schauen wir uns jetzt mal an. Und ja, dann könnten wir schauen und überlegen, dass wir hier vielleicht doch noch weiter züchten mit dem Canadian, je nachdem, wie es funktioniert. Ich glaube, ich würde sagen, wir züchten hier gleich erstmal Canadian Stufe 4, hoffentlich klappt es dann mal. Und sonst haben wir in Frankreich ja noch einmal die Möglichkeit, aber erstmal der kleine Mann hier. Ja, leider keine hellblauen Augen, aber trotzdem total schick. Ja, Vitor, glaube ich, bleibt bei ihm nicht als Name. Aber wir müssen mal gucken. Vielleicht finden wir ja einen Namen, der zu Coco passt. Und dann haben wir ja immer noch Lydia, die eigentlich verkauft werden müsste. Wenn sie denn soweit ist, aber wir können erstmal ausmisten. Und so. Na. So. Okay. Die kommt auf die Weide. Da müssten wir gleich nochmal schauen, wie es hier aussieht mit... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Peter. Achso, wir könnten ja wahrscheinlich den Namen übernehmen. Ich glaube, Peter wird vom Spiel nicht vergeben. Machen wir das auf jeden Fall erstmal, bevor ich das irgendwann vergesse. Okay. Gut, aber wir könnten ihn auf jeden Fall verkaufen. Wir schauen nochmal schnell bei ihm in die Box. Dann haben wir auf jeden Fall eine Box frei. Ja, für unser nächstes Fohlen. Ob es jetzt Stufe 3 oder 4 ist, ist dann erst einmal egal. 10 Diamanten bringt er uns nochmal. Das ist sehr schön. So, und dann 40 Diamanten für ihn dann noch. Ja, seit der Überarbeitung muss ich wirklich sagen, ist das Modell nicht mehr so keins meiner Favoriten-Modelle mehr. Aber okay. Mal sehen. Man weiß ja immer noch nicht, vielleicht kommen irgendwann ja doch mal die veränderbaren Mähnen und dann könnte das ja theoretisch schon wieder ganz anders aussehen. Ja, und dann habe ich in der letzten Folge von Kitty, heute ist der 30., also vom 29. 7., da ist die erschienen. Das war ziemlich blöd. Ich versuche wirklich dran zu denken jetzt, neue Pferderassen nicht auf die Weide zu stellen. Ich hab Bobby trainiert und das war so ein bisschen traurig. Das tut mir total leid. Aha, am Anfang der Folge war sie noch da und sagte, wir züchten gleich mit dem. Und dann in der Zwischenzeit habe ich ihn leider auf die Weide gestellt. Das war ziemlich blöd. Oh Gott. Ja, dann... Nee, neue Rassen müssen dann halt erstmal ein bisschen stehen bleiben. Ist einfach so. Das war wirklich richtig blöd gelaufen, muss ich es leider sagen. Okay, Canadian. Wenn es heute klappen sollte, hätten wir hier eine Stute. Na? Aber das ist ja wohl... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist nicht nett. So kurz davor stehen zu bleiben. So, naja. Machen wir mal das Quiz, würde ich sagen, oder? Welche der folgenden Farben ist die seltenste Fellfarbe bei Pferden? Rappe, Grau, Fuchs. Ich glaube, die wollten Rappe hören. Ja. Und welches mystische Pferd in Horsehaven hat am ganzen Körper Punkte? Velara, Oldenburger Westfale. Das ist das Velara. Und welche ist die einzige französische Zugpferderasse, die ein braun falbes Fell hat? Ardenner, Pointevin, Meuron,
Moro, glaube ich. Ach, hier, Adena. Oh Gott, die Frage kam schon ewig nicht mehr. Adena oder das zweite, würde ich sagen. Adena haben wir im Spiel. Aber wie sehen die denn jetzt nochmal aus? Aber haben die... Falben haben ja einen Aalstrich. Haben die einen Aalstrich? Ich glaube nicht. Okay. Es ist nicht der Adena. Dann schmeißen wir mal einen Blick zu den Nachrichten. Wir haben Zwillingspunkte erhalten. 7700 Münzen als Stallbursche verdient. Das Dorf wurde besucht. Die Pferde wurden gestreichelt. Noch mehr Zwillingspunkte. 5772 Münzen Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat funktioniert mit der Zucht. Und ich weiß gar nicht, warum wird denn Raven hier noch weiter angezeigt? Ja, wir gucken auf jeden Fall nachher nochmal zur Dressur. Ich werde jetzt nicht zur Fantasieinsel gehen und auch Julia deswegen auch nicht ins Training schicken. So, ich glaube, den Salat habe ich heute Morgen schon geholt. Da braucht man nicht nach Großbritannien. Dann versuchen wir es lieber nochmal in Frankreich mit der Canadian-Zucht. Achso, hier haben wir jetzt aber keinen Platz mehr. Naja, ich glaube... Ja, wobei, ob sie viel bringen oder nicht, ist ja eigentlich egal. Wir brauchen ja momentan jeden Diamanten, den wir kriegen können. Wie sieht es denn bei den Westfalen aus? Ach ja, hätte ich nochmal losschicken müssen. Grace ist soweit. Ich glaube, Grace ist... Sie? Nee, das ist Kadar. Den müssen wir nochmal losschicken. Wir können auch nochmal bei den Canadiens gucken. Wir müssen auf jeden Fall eine Stute hier lassen und den Duke. Aber Janus ist aber auch noch nicht so weit. Salem auch noch nicht. Rima ist immer wieder in der Zucht und Duke. Theoretisch könnte ich Duke nicht eigentlich wieder erstmal zurückstellen. Ja, gar nicht verkehrt. Und Rima auch, damit ich nicht aus Versehen meine Zuchtstute verkaufe. Weil sie ja auch schon mit VK benannt ist. Ist dann für später nicht verkehrt. So, dann haben wir auf jeden Fall Platz für den Stufe 3er Canadian. Ein Stütchen. Die Maya. Ach komm, Äpfelchen können wir verfüttern. Ich hoffe, ich denke gleich dran, noch ein paar zu ernten. Damit ist sie immerhin Stufe 3. Oh, 7 Stück möchte sie jetzt. Nee, die haben wir leider gerade nicht. Aber die kleine Maus kommt auf jeden Fall auch schon auf die Weide. Mindestens mal ein paar. Könnt auch noch mal gucken, was gibt es hier für Aufgaben. Sammle 15 Diamanten. Okay. Paddock reinigen. 7 Honigkekse ernten. 1500 Münzen in Jagdrennen in Japan sammeln und 8 Futtermittel verkaufen. Die Honigkekse. Müssen wir mal gucken. Haben wir hoffentlich. Äpfel haben wir gerade geholt. Da. Ein Honig fehlt. Einer. Das ist. Ach so, das... Ach komm, den nehmen wir ja mal weg. Ich persönlich bin kein Fan davon, wenn es zu vollgestellt ist. So, haben wir doch nochmal alle Äpfelchen geholt. Und bevor wir jetzt noch irgendwen auf die Weide schicken, verkaufen oder irgendwas, versuchen wir es nochmal mit dem Canadian. Also, ich glaube, frustrierender als eben kann es gar nicht mehr werden. Nee. Ja, jetzt lässt es sich gefühlt noch mal mehr Zeit. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich gerade nicht viel zu... Vielleicht ist Duke, genau, damit der andere auf die Weide kann.
So, wir gucken mal. Es wäre ein Hengst, der Mike. Ja, wir könnten natürlich auch die Chance erhöhen, aber sich irgendwie nicht einig bei 17% Chance. Ja, und da hätte die Erhöhung, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Da hätten wir schon ein paar Mal erhöhen müssen. Wir könnten nochmal drehen. Aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Ich glaube, das Canadian, das ist... So schlecht sind die Chancen nicht. Ich glaube, dann würde ich das lieber beim Isländer einsetzen. Da, wo die Zucht dann auch ein bisschen teurer ist, wo die Chance einfach ein bisschen geringer ist. Ja. Oder, ja gut, Paso Peruano. Stufe 3 ist, glaube ich, auch nicht so. Ach ja, Grace. Grace. 49 Diamanten. Wir besuchen sie mal. Ein letztes Mal. Sie hat auch diese schönen hellblauen Augen. Ich finde ihre Farbe auch total schick. Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Wir haben Stufe 4. Hengst und Stute und die bleiben definitiv und alles andere wäre irgendwie doch platztechnisch gesehen wieder nicht so gut. Momentan geht es ja bei uns, aber es wird wieder schlimmer. Es wird wieder schlimmer werden. Es gibt ja immer wieder neue Rassen und allein vom Dancer möchte ich ja jede Stufe behalten. Das nimmt viel Platz weg. Hatte ich hier unsere Stufe 4 Stute eigentlich auch gleich Grace genannt? Ja. Okay. Dann auf in die USA zur Paso Peruano Zucht. Wir können auch mal schauen, wie viele. Achso, wir haben mit ich habe schon ein paar Ranches besucht, aber wir haben ja noch nicht mit einem anderen Pferd gezüchtet. Ich würde auch sagen, dann lasse ich die Stufe 2er und so. Ich lasse die jetzt einfach hier stehen ohne Training. Das ist sonst... Ihr werdet wahrscheinlich schon längst ein Paso Peruano haben, vor allem wenn ihr die Folge seht, aber... ja, ein Hengst, eine Stute. Muss ja wahrscheinlich nicht mal Stufe 1 sein. Das heißt theoretisch, ich nehme mal an, dass ich Vanessa reinstellen kann, weil wir von Stufe 2 Hengst und Stute haben zum selber züchten. Und Hengst und Stute stehen hier... um damit ihr theoretisch damit züchten könnt. Ich würde Vanessa erstmal nochmal reinstellen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Faye noch gebraucht wird. Ich lasse sie trotzdem einfach draußen stehen. So schlimm ist es ja nicht. Wir haben jetzt hier sogar noch ein Stütchen, die Ruby. Klar, die muss erstmal erwachsen werden. Wir gucken mal, was sie möchte. Möhrchen, die können wir gleich auch wieder ernten. Ich hoffe, dass wir dann... Oh, sie wird erwachsen. Ich hoffe, dass wir nicht mehr so lange fürs Level-Up brauchen. Damit wir wenigstens dann jederzeit die Möglichkeit haben, die Oase in Großbritannien zu erweitern. So, und Ruby hat die dunkelblauen Augen. Augenfarbe. Ist auch schick. Okay, dann... Schauen wir nochmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie groß die Chance auf Stufe 3 ist. Ich hoffe auf irgendwie 12 oder 13%. Weil sonst wird es mit Stufe 4... Es wird wahrscheinlich sowieso, wenn es irgendwann Stufe 4 gibt, wieder nur 9% Chance geben. Und da haben wir ja Erfahrungen mitgesammelt. Das kann dauern. So... Ja, Amy, es ist gut. Wir wissen aber, was wir züchten möchten. Und zwar brauchen wir Vito. Und die gute... Ah, wir haben zweimal Ruby... Okay. Interessant. So, ja, 13% Chance auf Stufe 3. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Punkte wir insgesamt haben, aber ich glaube, die für die Meilensteine werden auch nicht zurückgesetzt. Also selbst wenn wir jetzt nochmal welche ausgeben, wir hätten hier die Rima.
Paso Peruano Stufe 3 Stütchen, wenn es klappen sollte. Wir versuchen's. Oh, das sieht nicht so gut aus. Nee. Wie viel? 153 Punkte für die Zucht. Wir haben 174, das heißt, wir hätten dann definitiv erstmal den Großteil unserer Punkte ausgegeben, aber es hat ja auch gerade erst angefangen und es macht ja wieder keinen Sinn, die Punkte zu sammeln und zu sammeln und zu sammeln und sie nachher nicht ausgeben zu können. Von daher, komm, nochmal. Ist es denn... Ja, ist auch wieder Rima. So, und jetzt möchte das gerade gar nicht mehr aufhören, gefühlt. Okay, mit dem nochmal drehen kommt das offenbar nicht so gut klar. So ein bisschen langsamer wenigstens. Jetzt übertreibt es. Ja, ich glaube, das sollte eigentlich nicht so sein. Ich weiß, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis das Rad wieder aufhört. Aber das ist jetzt schon übertrieben. Wir wollten vielleicht noch an der Dressur teilnehmen. Eventuell, ich hoffe, es hat sich nicht aufgehängt. Ah, dass ich aber auch nicht stoppen kann. Es wird langsamer. Und natürlich klappt es nicht. Aber ja, wir haben nur noch 21 Punkte. Ist jetzt egal. Theoretisch. Ja, wobei, wenn man... Theoretisch könnten wir eine von den beiden Rubis auf die Weide schicken. Andererseits weiß ich auch, wenn man mit einem Pferd züchtet, selbst wenn man auf zwei verschiedenen Ranches bei sich ist, geht das nicht nochmal. Also theoretisch, wenn man mit einem Hengst züchtet auf zwei Ranches, könnte man einmal die eine Rubi und einmal die andere nehmen. Theoretisch, wenn man das so simultan machen möchte. Ich lasse jetzt einfach erstmal beide da stehen. Vielleicht füttern. Wir können sie ja vielleicht ein bisschen füttern. Hier ausmisten, einmal striegeln. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mit Dancer nochmal an der Dressurteil. Da waren wir jetzt nicht so gut. Ich bin heute Morgen schon mal unterwegs gewesen und ich meine, ich habe 800... Obwohl, nee, doch ein bisschen über 800 Punkte hatten wir. Also es war jetzt nicht ganz schlecht, aber auch nicht... so schön, wie wir es schon mal hatten. Wobei, das können wir ja auch nicht jeden Tag erwarten. So, jetzt machen wir dich erst nochmal sauber. Ja, oder lassen wir uns ein bisschen Zeit. Müsli-Riegel. Ja, das hört sich doch gut an. Müsli-Riegel verfüttere ich vielleicht dann gleich nochmal. Aber wir gehen jetzt zur Dressur und hoffen, dass hier mal das Bild angepasst wird, weil Raven ja doch jetzt schon ein paar Tage dieses Outfit nicht mehr hat. Und ja, hier ist aber unser Dancer. Ja, im Training haben wir gerade ja niemanden. Ja, wir könnten natürlich auch morgen zurückkommen. Ich weiß gar nicht. 3385 Punkte. Und sie brauchen auch immer noch einen Namen, aber ich weiß nicht, irgendwie bis jetzt hat mich noch kein Name so gecatcht, dass ich sage, ja, das ist ihr Name. Los geht's. Naja. Oh, da hat sie gerade das Auge zu, das ist fies. Okay, aber da kriegen wir nochmal... Und
Ich glaube, das wird nicht mehr. Ich glaube, das ist die gleiche Punktzahl, die ich auch vorher hatte. Na, ist ja auch okay. Ich meine, 868 Punkte ist auch nicht schlecht, ne? Okay, dann gucken wir aber vielleicht nochmal auf die Bestenliste, wobei das ja nicht so interessant teilweise ist momentan. Wir sind auf Platz 5 in der Freundesliste. Platz 1 ist ein Trakena. Der Achaltekina auf 2. Schwarzwilder auf 3 und auf Platz 4 ist ein Araber. Und weltweit Dancer garantiert. Oh. Sehen wir nicht, aber es wird Dancer sein. Ziemlich sicher. Hier oben sind nur Dancer. Ah, hier, auf Platz 5. Ein Tinker. Okay, das wird uns nicht angezeigt. Und ist das Fjordi, ne? Ja, so ein Fjordi könnte eigentlich auch mal gewinnen, oder nicht? Okay. Noch mal. Ja, wenn wir es irgendwann mal hier auf Platz 11 bis 50 schaffen würden, würden wir mal 800 Punkte kriegen. Das ist auch nicht verkehrt. Wobei, gut, wir haben jetzt ja Zeit, Punkte zu sammeln, bis wir das nächste Pferd trainieren. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann, ja, eigentlich möchte ich die Canadian-Zucht abschließen. Andererseits könnte ich sonst auch schon mal den Isländer-Stute nach Deutschland schicken, um da die Isländerzucht zu starten. Ich glaube, das ist interessanter für euch, denke ich. Ja, hinschicken kann ich ja auf jeden Fall schon mal. Und dann gucken wir weiter, wie wir da weiterhin vorgehen. Also, bis dann. Tschüss.